Ah, ja. Ich habe gerade so ein Vordach gebaut über die Tür, aber das kommt natürlich oben mit dem Ding überhaupt nicht hin. Ich würde es umdrehen. Umdrehen? Dass du die, ja, dass du die große Fläche. Und dann? Soweit. Problem ist, dass mir das. Dass es mit den Fenstern oben halt überhaupt nicht hinhaut. So wäre jetzt zum Beispiel cool, weil dann ist auch die Ecke noch dann so rum. Dann ist es da auch ein Abschluss. Nee. Da würde ich dann eher. Ich habe jetzt nur noch einen. Das Ding dann durchziehen auf der Seite. So. Hast du noch so eine Treppe? Ja, so. Und da auch noch mal. Noch so. Dann könnte man oben das Ganze sogar noch einen nach vorne. Nein, keine Fackeln. Die kommt später. Es war dunkel hier. Könnte man das Ganze eigentlich oben noch einen nach vorne setzen. Da müssen nur die erstmal. Dann die passt das aber links da dazu, ne? Hier. Ha? Dann läuft das aber hier links auf den Pfosten gut zu. Ja, das läuft dann genau auf dem gleichen, ne? Dann ist aber das untere so ein bisschen nach innen verrückt. Verrückt. Das ist die Frage. Das oben ist mir irgendwie zu klobig alles. Na gut. Das hat mir noch nicht geholfen. Ich meine ja nur. Du hast überhaupt nichts gesagt. Ich hab gesagt, mach mal so. Wie hast du gesagt? Ja, lass das mal da schön durchlaufen. Mit den Ecken. Aber das hat dir ja nicht gefallen. Ja, da hatte ich ja schon okay. Eine bessere Idee, aber. Es geht ja eigentlich nicht um das Vordach, sondern es ging um das Dach an sich. Weißt du? Das Vordach war eigentlich gar nicht gemeint. Ja, das Dach an sich war doch cool auch beim. Ja. Bei diesem Brauhaus, was du noch gemacht hast. Mit den Wolken? Ist ein Werwolf. Da ist noch einer. Oh, da ist sogar. Der ist nicht gut. Da ist ein schwarzer Feuerwehrwolf. Der ist instant down. Den kannst du nur mit dem Goldschwert töten und der kann dich nicht nur auffressen, der kann dich auch nur anzünden. Das ist nicht nett. Nee, das ist also das Vieh ist der absolute Horror. Wenn dir der in nicht entsprechender Entfernung begegnet, bist du eigentlich down. So ziemlich sofort. Also nicht sofort, aber man hat nicht viele Chancen, da irgendwas gegen zu machen. Sei denn, man hat irgendwas an Tränken mit gegen Verbrennung. Gibt's sowas überhaupt? Ja, gibt es. Die könnten einen retten. Natürlich dementsprechend selten. Ja, per Alchemie geht das alles. Alchemie-Skill von 100.000. Gibt gar keine Alchemie-Skill, ne? Keinen richtigen zumindest. Okay, ziehe ich das Ding jetzt noch ein vor oder tue ich das nicht? Ich guck mal, wie das aussieht. Wir könnten auch eine Runde schlafen, wenn du willst. Nö, hier ist alles gut. Die sind weit genug weg, die Viecher. Das sieht nicht gut aus. Zu viel Stein. Man kann hier Holz rein. Dann müsste hier oben aber Holz hin. Keine Steine. Dann würde es sich wieder. Die Ecken aus Stein oder nicht? Teste ich gleich mal. Testen wir das mal. Die Ecken nicht aus Stein. Das sieht auch doof aus. Weil da das andere Haus im Weg ist, was mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Also da brauchst du einmal nicht synchron
Ständig, er rächt sich sofort. Ständig ist irgendwas im Weg. Naja, ich wollte es ja so. Bin ich aber derselbe Schuld. So, dann wäre hier, würde das Dach anfangen. Dann wäre das Dach auf welcher Höhe? Das wäre auf der Höhe. Jetzt muss ich ihm überlegen, wo habe ich denn die Tür? Ich weiß gar nicht, wo die Tür ist. Verdammt. Machen wir hier mal ein Loch rein. Gucken wir mal. Hier ist die Tür. An der Stelle ist die Tür, an der Stelle kommt Fenster. So. In doppelter Höhe. Zack, links und rechts davon. Weiß ich noch nicht, was ich links davon und rechts davon mache. Das ist das Problem. Ich könnte hier ein Dreierfenster, ich könnte auch ein Sechserfenster durchgehend machen, aber das ist auch doof. Die Fenster oben... Durchgehendes Sechserfenster. Die Fenster oben einheitlich mit den unteren? Würde ich sagen. Sieht immer... Sieht immer ein bisschen besser aus, ne? Ja. Symmetrie hin oder her. Sieht sonst immer ein bisschen Panne aus. Egal, was du baust. So. Das heißt, hier kommen auch nochmal zwei Fenster hin. Und hier. Und hier. Zack, zack. Und ich habe keine Dings mehr, keine Fackeln mehr. Na egal. Wer braucht die schon? Wer braucht die schon? Na, die braucht eh keiner. Brauchst du gut wie nichts mehr. Ist erstmal wieder geraden. Du brauchst nichts mehr. Nee, ich hab nichts mehr. Also ein Kobbel. Du hast keinen Cobblestone mehr? Was baust du denn da, ey? El Monstro. Alter Finne, was ist das denn? Du kannst auch nicht normal bauen, ne? Nee. Mal so ein kleines Haus kannst du nicht einfach mal bauen. Jetzt stell dir mal vor, wir würden tatsächlich im Kreativmodus hier bauen. Ja, dann will ich gar nicht wissen, wie das aussieht. Das wäre ja dann schon voll das Monstrum. Das wäre ja das Riesengebäude. Ja. Er hat schon eine halbe Kathedrale hier hingezimmert. Huch, ich habe kein Holz mehr. Doch, da sind noch zwei. Holzmangel. Haben wir zum Glück so ein paar Bäumchen. Ich weiß, aber... ich weiß nicht, wo ich hingehen kann, ohne dass ich aufgefressen werde. Weißt du? Das ist immer so das Problem bei dieser Tageszeit. Kann mal schnell irgendwas um die Ecke stehen, was einem gerne mal was abbeißt. In den Arsch speist. In den Arsch speist. Ich wollte jetzt nett ausdrücken, aber nein. Ja, ich weiß. Ich bin mehr so der derbe Typ. Du bist mehr so der derbe Typ, ja, ja. Wer ist denn da am Keifen? Ach, der Panda-Bär. Jetzt hätte ich fast Eisbär gesagt. Gottes Willen. So weit ist es schon mit mir. Ich verwechsel schon Panda-Bär mit Eisbären. So weit ist es schon. So, wie viel Holz habe ich? 18. Naja, immerhin. Über ein Stack. Mal eben schnell. Drei Bäume abgeholzt, wieder genug Zeug. Bam. Jo. Dann können wir hier das Dach mal dicht machen. Beziehungsweise es wird eh gleich wieder auf. Ich weiß nur noch nicht wo, weil da kommt nämlich eine Treppe rein. Die kommt nämlich diesmal ins Haus und dann kommt hier oben nämlich noch ein Dachboden hin. Das hier oben wird aber zugemacht. Mache ich das zu? Mache ich das doppelt zu? Das mache ich doppelt zu, glaube ich.
Warum mache ich da jetzt die hin? Das ist total unsinnig, was ich hier tue. Die müssen da. Die müssen weg. Und es wird ja nicht wieder hell. Man sieht ja nicht, wer da hat. Yay. Endlich wieder Tageslicht. Endlich wieder Licht des Tages. Ich höre verschiedene Tiere, du die sich mir nähern. Verschiedenste Tiere. Sind es denn gute oder nicht gute Tiere? Maus zum Beispiel. Bombi. Alles Mögliche. Die Maus. Hier kommt die ein Skelett. Maus. Ein Skeletto. So. Dann hätten wir hier noch Blöcke. Und hier. Nee, das ist falsch. Ich könnte ja auch mal so ein Flachdach eigentlich machen, ne? Auch schick. Also mehr oder weniger flach. So halb flach. Das da oben auf die Ecken noch eins und dann so ein so auf doppelte Höhe, so. So. Dann hätte man da zwei, in der Mitte wäre jetzt noch geil, aber das funktioniert nicht. Besten wäre natürlich jetzt, wenn ich die anderen Dinge hätte. Hier, die können glaube ich wieder raus, ne? Ja. Oder? Ah, die sieht man von unten, das ist doof. Oder? Ist egal, ne? Ist das egal oder ist das nicht egal? Weiß ich nicht. Soll ich mal gucken kommen? Ja. Auf. Ja, sieht kein Mensch. Sieht kein Mensch. Ich hatte oben hier hinter dem eigentlichen, hinter den vorgezogenen Dingern, hatte ich noch, da war noch Stein, aber den sieht man jetzt unten, wenn man im Fenster reinguckt. Dann sieht man, dass oben drüber kein Holz, das Holz ist und kein Stein. Also hier, wo ich jetzt stehe, hier war eigentlich noch Stein. Was unten über den Fenstern ist, aber. Ich glaube, das macht jetzt keinen so großen Unterschied. Nee. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber gar nicht symmetrisch. Hä? Ja, gar nicht symmetrisch. Nö, war unten auch nicht. Unten war eine Tür. Achso, eine Einzeltür, ne? Ja. Okay. Deswegen, so ist es genau mit den Fenstern bündig. Ich könnte natürlich jetzt ein 2- und 3er-Fenster machen, aber muss auch nicht sein. Alter, ist cool. Ja, ne? So. Dass man bei dem einen Haus nur in die Oberetage kommt, wenn man an einem anderen Haus dann reingeht, finde ich ganz geil eigentlich. Machst du meine Terrasse mal nicht kaputt hier? ich weiß noch nicht. Ne? Bin ich da nicht? Nein, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich werde hier überall noch so ein bisschen, da vorne ist ja so eine Holzterrasse noch. Ich werde hier, glaube ich, noch so eine machen, die ein bisschen... Sowas in die Richtung, wo man die Dinger dann wunderbar anplanten kann. So, dass du dann so ein Blumenfelder machst. Genau. Ein kleines zumindest. Cool. Weil wenn ich fertig bin, dann gibt's hier nur noch Cobblestone überall. Also der Plan ist, dass der ganze Berg irgendwann Cobblestone ist, mit ganz viel Stadt drauf, bis auf kleine grüne Inseln, die ich zwischendurch mal reinsetze und sowas wie ein Stadtpark. Der irgendwo da hinten hinkommt. Ein Stadtpark? Ja. Okay. Dann mache ich mal meinen Cobblemonster weiter. Du fällst halt wieder voll aus dem Rahmen, weil du nie da, weil du halt nie das machst, was ich meine, was du tun sollst. Ja. Kannst du nicht mal so denken, wie ich denke.
Ich würde sagen, wäre langweilig. Aber da war. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht unbedingt hier. Ist ja nicht so nah dran. Man muss ja erst einmal um den ganzen Berg rum, um überhaupt dein Gebäude sehen zu können. Ja. Ja, jetzt noch. Wenn das fertig ist, dann. Geht das bis hier hinten hin, ne? Ist es überall. Dann siehst du es auf der ganzen Map. Ich komm mal gucken, was du da hingezwirbelt hast. Oh, eine Biene. Das Geräusch ist geil. Ja, ist gut. Ich würde diese Säulen, auf denen das Ding steht, irgendwie dicker machen, weil die sehen so aus, als würden die gleich so abknicken. Die sehen aus wie so kleine Giraffenbeine. Die sehen halt total instabil aus. Oder irgendwie oben oder unten breiter machen oder so, irgendwie sowas. Aber momentan sehen die aus, als würden die gleich abknicken. Ja, guck da mal, das sind so kleine Ein-Block-Dinger und du hast da so ein Monstergebilde drauf. Das sieht ja aus, weißt du? You know what I mean? Ich verstehe das. Sieht nicht aus, als würde es halten. Ich meine, hier in Minecraft würde es auch ohne die Dinger halten, aber... Ne? Wenn du hier mal so guckst, dann ist es halt so sehr klein. Also entweder machst du die breiter oder du machst da so Vierersäulen hin, aber das reicht nicht von, oder? Könnte auch die Seiten so und dann hier nochmal so eine dritte Stufe reinsetzen. Kann man auf jeden Fall noch verändern. Was du damit machst, überleg dir was. Auf jeden Fall, so sieht es ein bisschen dünn aus. Nur um es mal gesagt zu haben. Okay. Ja, ich sag ja nur. Wie viele Truhen er schon hat, das gibt's ja gar nicht. Also baust du Truhen und hast sie nicht voll. Oh, meine Allerliebste ist da mit Hund. Mit Hund sogar, sowas aber. Ja, bin sofort wieder da. Ja, jo. Ich denke mal eben. Werkzeug geklaut, hat keiner gesehen von euch. Tust du's? Ach, hier geht's in den Berg. Ja, ja, ich verstehe. Fauler Sack, der. Aber ist schon ganz cool hier mit dem Regenwald so. Also von der Aussicht her ist es geil. Doch, doch, doch. Besser als meine kleine Hütte auf alle Fälle. Aber das ist auch keine Kunst, ehrlich gesagt. Das hier finde ich komisch. Brumm, 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 brumm. Ja, mache ich die jetzt. Mache ich die. Mache ich jetzt mein Dach mit Balken oder mache ich es nicht mit Balken? Oder mache ich es mit. Aus Stein? Aus Ziegeln? Es gibt so viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, welche die richtige ist. Lehmziegel, rote Steinziegel, normale Steinziegel, Cobblestone. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Hier sind Beeren. Ach, cool. Also Waschbeeren und normale Beeren. Und so. So, oh, die sind aber auch putzig. Die sind aber auch putzig, meine Güte. So, nehmen wir noch einen. Dann haben wir wieder erstmal ein bisschen Zeug. Wir können es ja mal versuchen mit den Balken. Wir können natürlich auch einfach mal andere Balken nehmen. Von anderen Häusern. Was ist eigentlich für welche? Ist auch kein Mensch, ne? Was das für Bäume sind? Auf jeden Fall sind sie ziemlich hoch. Also, das hier ist voll das verrückte Gebilde, das ich hier gezimmert habe. So, hier kommt noch eine Tür hin. Habe ich da eine Einzeltür hin? Doppeltür? Ja, komm, hier kommt eine Einzeltür. Soll er geiz. Was soll it? Was soll it? Wo ist denn das ganze Eisen her? Das ist bestimmt der Cheater, der Sack. Weißt du? Das sagt gar nichts. Unglaublich. So, dann weiche ich euch mal weiter in die geheimsten Geheimpläne ein. Die geheimsten Geheimpläne. Hier kommt man ein Blümchen hin und...
da kommt noch ein Blümchen hin. Dann jetzt die schönsten, da könnte man noch andere hinsetzen. Ich weiß noch nicht genau welche. Ich habe ja noch Orchideen, die kommen da vielleicht rein. Aber ich habe auch noch Zäune. Ach guck mal, ich habe die sogar dabei, die Zäune. Die könnte man irgendwie mal einsetzen. Könnte man hier drum machen. Oder hier drum? Nee. Na, drum ist blöd, ne? Hier kommen mehr lieber normale Zäune oder Steinsäulen. Die sehen eigentlich gar nicht so doof aus. Passen auch ganz gut zum Rest. Warum geht's da? Ah, komisch. Okay. Und wieder da. Wibi! Alles noch heil gelassen? Ich habe alles ganz gelassen. Sehr gut. Sagt er jetzt. Behauptet er zumindest. Wahaha. Sagte er.